Hallo, heute beschäftigen wir uns mit einem leistungsstarken Computer. Genauer gesagt geht es um den Predator Orion 3000 in der PO3 620 Version. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Gaming ist für viele Leute ein Liebeshobby. Jedoch benötigt man für viele Spiele einen leistungsstarken Computer, damit diese ausgeführt werden können. Wie stark der Computer sein muss, hängt dabei aber natürlich vom Spiel und auch von den eigenen Bedürfnissen ab. Wir haben in dieser Hinsicht Expertenmeinungen und externe Testberichte zum Predator Orion 3000 ausgewertet. Alle Empfehlungen aus diesem Video findest du auch nochmal ganz übersichtlich unter dem Video in der Infobox. Dort findest du ebenfalls das aktuelle Top-Angebot, alle wichtigen Informationen aus dem Video und weitere hilfreiche Tipps. Aktuell könnt ihr, je nach Angebotszeitraum, auch noch ein bisschen Geld sparen. Ein Blick in die Infobox lohnt sich auf jeden Fall und weiterhin viel Spaß mit dem Video. Bei diesem Computer handelt es sich wirklich um ein hochwertiges Produkt. Ein Pluspunkt ist dabei, dass der PC viel Leistung bietet und dabei nur wenig Platz benötigt. Das in der Farbe schwarz gehaltene Gehäuse überzeugt mit klaren Linien und ist dabei aber dennoch unauffällig gehalten. Zur effizienten Kühlung sind sowohl vorne als auch links am Gehäuse Lufteinlässe verbaut. Somit muss man sich um die notwendige Kühlung keine Sorgen machen. Für die Leistung sorgt der Intel Core i7 Prozessor der 10. Generation, der 8 Kerne und eine Taktung von 2,9 GHz aufweist. Die 8 Kerne sorgen für eine problemlose Ausführung von mehreren Aufgaben gleichzeitig, natürlich aber auch immer abhängig von den Aufgaben. Als Grafikkarte ist die Nvidia GeForce RTX 2060 verbaut, die für schnelle Bildwechsel in hoher Auflösung sorgt. Die neue Raytracing-Technologie sorgt für realistisch wirkende Reflexionen, die das Niveau der Grafik noch einmal extrem erhöhen. Bei unserer Recherche schauen wir nicht nur nach den Eigenschaften der Produkte, sondern auch nach dem Preis. Aus diesem Grund haben wir in der Infobox unter dem Video das Angebot mit dem besten Preis für diesen Computer verlinkt. Interessiert man sich für dieses Modell, so lohnt sich der Klick auf den Link in jedem Fall. Der Computer verfügt über einige Anschlüsse. So bietet er hinten 4x USB 3.2 Generation 1 Typ A, 2x USB 2.0 und vorne 1x USB 3.2 Generation 2 Typ A, 1x USB 3.2 Generation Typ C, 1x Ethernet sowie 3 Audioanschlüsse hinten und 2 Audioanschlüsse vorne. Erweiterungssteckplätze gibt es für eine M2 SSD und einmal M2 für WLAN. Die Geschwindigkeit des Computers wird über die verbaute M2 SSD mit bis zu 1 TB Speicher bereitgestellt. Auch das besondere E2060 Ethernet sorgt dafür, dass das Internet mit einer unvergleichlichen Geschwindigkeit funktioniert. Dies ist besonders für moderne Multiplayer-Spiele oder auch für das Streamen ein wichtiger Punkt. Ein weiterer Pluspunkt ist Predator Sensei. Über diese Utility-App kann man die Wärmeentwicklung im Blick behalten oder auch die RGB-Beleuchtung anpassen. So lassen sich die Lichtleisten an der Vorderseite des Gehäuses und auch die beiden Frostblade-Lüfter umstellen. Ebenfalls ermöglicht die App den Zugriff auf weitere Funktionen und Einstellungen. Insgesamt zeigt sich, dass es sich bei diesem Computer um ein technisch bestens ausgestattetes Exemplar handelt, welches für alle gängigen Gaming-Bedürfnisse die passende Antwort bietet. Es sind einige Feinheiten der Technik verbaut, die für ein sehr gutes Spielerlebnis sorgen, gleichzeitig aber auch zum einwandfreien Streamen befähigen. Dazu ist besonders das hochwertige Ethernet sehr wichtig. Wer sich also einen guten Allround-PC zum Zocken und eventuell sogar zum Streamen anschaffen möchte, der ist mit dem Predator Orion 3000 sehr gut versorgt. Ich hoffe, dass wir euer Interesse für das hier vorgestellte Produkt geweckt haben. Falls ja, dann findet ihr mit dem Link unter dem Video das beste Angebot zu diesem Computer. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.